Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen bei den 8 Prinzen, das erste DLC von Total War 3 Kingdoms. Ich bin euer Reisebegleiter Dr. Poof, heute ja als einer von den 8 Prinzen unterwegs. Das DLC, es kostet 8 Euro und man sollte jetzt vielleicht nicht zu viel erwarten, aber trotzdem ist viel drin. Komischerweise, wir haben ja gestern schon mal im Livestream angespielt und jetzt ist es halt, sag ich mal, das offizielle Let's Play, wo wir mal die 8 Prinzen spielen werden. Also, wie der Titel schon verrät, sind 8 neue Kommandanten verfügbar. Wir spielen 100 Jahre nach der Zeit von Three Kingdoms. Also das Reich ist schon, ist jetzt in einer Art Bürgerkrieg. Und wir werden mit Sima Jiyong spielen, den gebieterischen Regenten, weil wir in dem Preview-Stream mit Sima Jiyong gespielt haben. Und natürlich jetzt eher interessiert bin... Hört meine Worte an und leistet ihnen Folge. Sima Jiyong. Erlitt durch den Jin-Kaiser große Demütigung. Doch trotz allem baute er sich während der Unruhen einen Ort der Macht auf. So, plus die Moral beim Angreifen hat er fraktionsweit und ermöglicht das Entsetzen beim eigenen Gefolge. Großartig im Inspirieren von verbündeten Truppen, hat jedoch Schwächen im Nahkampf, weil er ein Kommandant ist. Gefolge des Hauptmanns. Anstelle von heroischen Charakteren kann Sima Jiyong rangniederen Offizieren und Hauptmänner einsetzen, um Gefolge aus verschiedensten Einheiten Zusammenstellungen zu führen. Hauptmänner führen ihre Männer als Erste unter Gleichen an und folgen euren Befehlen ohne zu zögern. Dann gibt es die Kui-Wachen als Spezialeinheit und die Kui-Armbrustschützen. Schwach im Nahkampf ist ja klar. Verfügbar für Charaktere ab Rang 3 oder höher. Jeder der neuen Prinzen hat mindestens 2 neue Einheiten, Spezialeinheiten, und es gibt auch ein paar neue Gebäude. Er hat jetzt hier das Justizgebäude, was einen Plus gibt auf Kontrolle und Abzug auf Korruption. Und akribische Konturverwaltung. Einkommen aus allen Quellen ist erhöht, Korruption verringert, Kontrolle verringert. Nur für den Fraktionsführer, den Fraktionserben und den Berater verfügbar. Ja, und Wang Bao ist ein Streiter, der ganz cool ist bei uns. Kontrolle ist eine einzigartige Ressource dieser Fraktion. Die Kontrolle gibt an, wie fest der Fraktionsführer die Regierung seiner Fraktion im Griff hat und wie stark sein Einfluss auf sie ist. Und Sim Chi ist anscheinend unser erster Gegner neben uns. Ja, dann starten wir mal. Geschichtskampagne, optionstechnisch. Wir machen auf sehr schwer und nicht legendär. Da kann ich nämlich mehr als ein Safe-Game haben. Das ist echt der einzige Grund, warum man es runterstellen sollte. Und starten die Kampagne und schauen uns das Intro an. Jede Familie hat ihr Oberhaupt. Aber macht das jemanden zum geborenen Anführer? Streben gute Anführer nach Frieden? Oder streben sie nach neuen Zielen? Geben Sie uns den Kampfbefehl? Oder folgen wir ihnen aus freien Stücken? Dienen sie dem Volk? Oder dienen sie sich selbst? Die Antwort ist einfach. Sie tun, was getan werden muss.
Das ist auch meine Bestimmung. Cinematics können sie ja inzwischen sehr gut bei Creative Assembly. Kaiser Wu ist tot. Die Jin-Dynastie geht an seinen Sohn, den neu gekrönten Kaiser Hui. Während einige sagen, er sei unfähig zu führen, so betrachten ihn andere als einfach zu kontrollieren. Da seine Fähigkeiten zu herrschen begrenzt sind, kontrolliert die Kaiserin-Witwe effektiv das Reich und manipuliert den jungen Kaiser nach ihrem Willen. Wir verkürzen das einfach mal. Der Plot ist eigentlich, der Kaiser ist halt jetzt jung, wird von seiner Frau kontrolliert und wir müssen entweder den Kaiser auf den Thron widersetzen und unterstützen oder wir entscheiden uns am Ende gegen den Kaiser und wollen selbst Kaiser werden. Doch ihr könntet Stabilität bringen und zeigen, dass sie eure Stärke niemals hätten unterschätzen sollen. Sima Shi im Nordosten stellt eine Bedrohung für euch dar. Vielleicht solltet ihr mit ihm beginnen. Wenn ich meine Stärke gegen ihn beweise, wird der Kaiser sicherlich meine Fähigkeiten erkennen. Jawohl. Ihr habt starke Handelsverbindungen und könnt diese erweitern. Auf dieser vorteilhaften Position könnt ihr aufbauen. So soll es sein. Ich werde von hier nach Luoyang marschieren und den Kaiser vor denen retten, die ihn manipulieren wollen. Ihr sprecht und handelt mit Autorität, Sima Zhong. China benötigt eure Führung. Nun mehr als je zuvor. Bevor wir es mit Total War weitermachen, ein kurzer interessanter Titel, den ihr vielleicht gerade noch nicht auf dem Schirm hattet. Something's weird here. Just keep your eyes open and mouth shut. Seriously, please stop saying that. Mutant Year Zero geht in eine neue Runde mit dem neuen DLC Seed of Evil, was jetzt rausgekommen ist auf Steam, was die Story erweitert, was erzählt, was passiert ist nach Road to Eden, dem Hauptspiel, was ich ja selbst auch auf meinem Kanal auch gespielt habe und wirklich nur empfehlen kann. Ich habe sehr gerne gespielt und das DLC wird natürlich hier auf diesem Kanal auch noch gespielt werden. Jetzt aber erstmal die Information, dass es rausgekommen ist und ihr auf jeden Fall dieses Spiel und dieses Projekt unterstützen solltet, denn es ist wirklich ein sehr guter Stealth-Taktik-Spiel mit XCOM-Anleihen und wer wissen will, wie die Story weitergeht, kommt an den DLC nicht vorbei. Da sehen wir übrigens gerade Big Khan, den neuen Mutanten, der im DLC vorkommt. Es gibt ein paar neue Gegner, es gibt eine neue Zone, die man erforschen kann und noch vieles mehr, das Ganze für 14,95. Schaut es euch einfach mal an, Link in der Beschreibung. Jetzt sind wir wieder zurück bei Total War. Ja, es ist etwas merkwürdig, Werbung in Werbung zu schalten. Nein, es ist nicht Werbung in Werbung, sondern... hat natürlich was mit dem Deal zu tun. Ich will mich jetzt nicht an der Stelle entschuldigen dafür. Aber es war so gefordert. Ich glaube aber nicht, dass ich nochmal das in die Richtung machen werde. Wir schauen einfach mal in Zukunft. So, den Verräter vernichten. Der Kaiser wird von allen Seiten bedrängt. Sima Jiong, denn eure habgierige Verwandten und die Kaiserin wetteifern um seinen brüchigen Thron. Unter ihnen gibt es nur wenige, die in der Lage wären, die Dynastie zu führen. Doch ihr seid dazu fähig. Wenn ihr dem Kaiser jedoch helfen wollt, müsst ihr zunächst die Schurken in eurem Land niederschlagen. Zum Beispiel halt den Sima Shi. Neu sind auch übrigens die diese Machtausrichtungen hier. Dadurch können wir ja fraktionsweite Boni auslösen, wie zum Beispiel Einkommen aus allen Quellen. Wenn wir zum Beispiel viele Events abschließen in Richtung von Wohlstand, dann gibt es natürlich Ausrichtung zur Macht, damit kann man die Reichweite der Armeen erweitern bei sich auf der Karte. Du kannst die Forschungsgeschwindigkeit erhöhen, da kommen wir gleich auch noch zu. Und du kannst halt die diplomatischen Beziehungen verbessern, indem du dich halt in die Geistausrichtung begibst. Der Hof hat sich nicht viel verändert, außer, ich weiß gar nicht, ob man, ich glaube bei Three Kingdoms kannst du nicht sofort einen Berater setzen. So, minus 20 Zufriedenheit für alle Charaktere. Der ist richtig scheiße für den Posten. Generell sind alle nicht so gut für den Posten. Da muss ich erstmal warten, dass wir andere bekommen.
Reformen, was ja unsere Forschung ist, sieht in dem DLC anders aus. Es ist nämlich nicht mehr dieser Baum, sondern es ist jetzt wieder eine Liste von oben nach unten, wobei diese 1, 2, 3 und 4 dafür steht, unser Prinz steigt im Rang auf. Also so ähnlich wie wir bei Three Kingdoms hatten, umso mächtiger wir werden, umso höher wird unser Rang. Und wir werden mal als erstes die Forschung machen, um eine weitere Handelsroute zu bekommen. Ist ja immer das, was ich gerne als allererstes mache, Handelsabkommen erzeugen. So, Sima Yao, nein. Nehmen wir mal jemand, der weit weg ist. Wie Wei Guan. Wir sind bereit. Euer Angebot ist angemessen. Weil das bringt gut Geld. Später ja bis zu 1000. Bis Unterstützung erhalten. Und das war unsere Mission. Und wie immer müssen wir als erstes gegen eine feindliche Armee ziehen. Für das Volk. Als kleiner Staat. Haben wir schon welche der Spezialeinheiten hier drin? Nein. Für die Ehre. Werden wir natürlich selbst schlagen. Die automatische Berechnung bleibt auch hier weiterhin verteidigt werden, kontrovers. Doch die Regierung muss von Menschen mit Weisheit und Autorität gestützt werden. Hierbei kann ich helfen. Mein Vater hat zwar die Gunst des Kaisers verloren, doch ich kann seinen Ruf wiederherstellen und mich selbst beweisen. Erzähl, Mann mit Tigerfell. Übrigens konnte gar nicht so feststellen, es scheint jetzt ein paar mehr Gesichter und so weiter zu geben bei den Charakteren, sodass die sich nicht alle gleich, also nicht alle gleich aussehen. Wobei das immer so eine Sache ist, ne? Darf ich als Europäer sagen, dass alle Asiaten gleich aussehen? Hm. Alle haben schwarze Haare oder dunkle Haare. An sich kannst du sie wirklich nur im Kleidungsstil großartig verändern. Verdammt, das war ziemlich rassistisch. Dabei finde ich, dass Asiaten schon in kleinen Gesichtszügen immer anders aussehen. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich selbst mit einer Asiate mal zusammen war. Dann siehst du halt die Feinheiten und die Unterschiede besser, glaube ich. So, auf zum Angriff. Gucken wir mal eben, duelltechnisch sind wir überlegen, aber das ist eh ein Taktiker oder beziehungsweise Stratege und der kann eh sich nicht duellieren. Und eure Spezialfähigkeiten sind Steinwall und Lehmen. Und das Spiel sieht natürlich immer noch ganz toll aus. Wer fällt ein, meine Freunde? Ah, sind doch die Kiwachen. Gut gegen Berittene, gute Rüstungen. Aber keine Schilde zum Pfeilabwehren. Dafür, dass die da aus Schwertkavallerie. So, schützt mal die Soldaten. Das ist okay, wenn die beschossen werden. Die haben eine recht hohe Abwehr gegen Pfeile. So, die Kavallerie rennt jetzt in unsere Sperre rein. Und die können wir jetzt dahinter ziehen. Schwertkämpfer können die einfach rein. Weil die eh schwach gegen berittene Einheiten sind. Jetzt nimmt den Taktiker auseinander. Schneller! Im Eiltempo!
euch bereit! Auf ihre Beine! Aufpassen! Achtung, Krieger! Bereit! In den Kampf! Achtung! Schneller! Zieh! Angreifen! Feindliche Generalfeld! Ha! Sehr gut. Tötet sie! Tötet sie! Nehmen wir den Rest noch mal für ein bisschen EP. Und ein bisschen Statistik. Und dann war das schon die erste Schlacht. Ich muss sagen, vom ersten Prinzen, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, der hat schwere Kavallerie direkt am Anfang als Kataphrakte. Und die sind echt heftig. Die kosten 3000 pro Einheit. Da haben wir ein bisschen Kontrolle bekommen. Und das macht schon viel aus. Sie kämpfen nur für ihren Glauben. Zu Ruhm. So, plus 3 Machtausrichtung. Sieht man übrigens hier, Fortschritt zur nächsten Stufe 3 von 20. Die Stufen werden natürlich immer länger. Also man braucht halt immer mehr Zeit, beziehungsweise immer mehr Punkte. Und jetzt können wir uns mal entscheiden, was wir machen wollen. Mission Geld sammeln, Mission bauen, Mission Truppen aufstellen. Das wäre die Geistausrichtung für diplomatische Beziehungen oder den Widerstand vernichten. Das wäre eine Machtausrichtung. Und ich bin halt wirklich der Widerstandsvernichter. Weil diese Machtausrichtung halt, ja, die Armeen können weiterlaufen auf der Kampagnenkarte. Das sagt schon alles. Das ist ein super Ding. So, wir können der Liebling der Kaiserin werden. Wenn wir diese Nutztierfarm jetzt erobern. Und das wird ja ein leichtes. Zerstört Korruption. Da erlaube ich sogar mal das Delegieren. Von den Wurzeln. Bis zum Himmel. Auch wenn ich bestimmt weniger Truppen verloren hätte. Wir werden dieser Siedlung Gerechtigkeit bringen. So, 4000 Gold bekommen und die Fraktion wurde vernichtet. Jetzt können wir mal eben kurz auf das Kontrolle-Ding gehen hier. Wir sehen zum Beispiel, durch die Kontrolle haben wir zurzeit eigentlich Korruption und unsere Geistmachtausrichtung steigt jede Runde. Erhöhte Strafen wegen Wunsch nach höherem Amt für alle Charaktere. Aber Korruption um 25% auf der höchsten Kontrollausrichtung zu haben, ist schon ordentlich. Für China! Bauen wir direkt die Hauptstadt aus. Und da müssen wir mal schauen, was der nächste wäre. Also Su Jingming mag mich nicht. Hier unten haben wir das Jin-Kaiserreich, die jetzt aber eigentlich mich ein bisschen mehr mögen, dadurch, dass ich diesen die Mission abgeschlossen habe für die Kaiserin. Aber die haben eigentlich, die mögen niemanden. Die Prinzen streben ja auch nach Macht, also sind irgendwo eine Bedrohung für die. So, hier sehen wir übrigens diese Aufstiegspunkte zum siegreichen Prinzen. Und der ultimative Sieg ist eigentlich annektieren und zerstören von allen anderen Hauptfraktionen. Also wir müssen alle anderen Prinzen ausschalten, um hier diesen ultimativen Sieg zu haben. Finde ich eigentlich ganz schön, dass es wieder zwei Siege gibt. Den normalen Sieg und den ultimativen Sieg, wie in den alten Total War-Teilen. Das war bei Three Kingdoms ja nicht so durchsichtig. Da konntest du ja nur Kaiser werden und dann ist die Kampagne vorbei. Also nicht, wenn du Kaiser wirst, sondern wenn du dann auch noch China vereinst. Deshalb sehe ich, der normale Sieg ist Kaiser zu werden bei Three Kingdoms und dann der ultimative Sieg ist eigentlich diese China-Vereinigung. So, keine Mission mehr vorhanden. Sehe schon, ihr mögt mich nicht. So, ein bisschen Geld geben wir mal aus, um Truppen zu rekrutieren. 728. Dann nimmt man lieber noch einen Taktiker mit. Ach hier übrigens, Hauptmänner. Das ist der Bonus von dem. Ein Hauptmann mit vollem Gefolge. Das ist ein echt guter Bonus, vor allem wenn du richtig gut Kohle hast, ne? Kannst du direkt eine
ein ganzes Ding hier ausheben. Wer mögt ihr nicht? Ach, ihr seid alle kacke. Passt euch an. Aber vielleicht lernt ihr euch ja noch besser kennen und mögt euch dann. Und wenn nicht, Pech gehabt. So, Jin-Kaiserreich hat Krieg erklärt. Aber nicht gegen uns, gegen Sima Liang. Besiegt drei Armeen und Garnisonen mit der Armee von Sima Jong. Ich habe den Namen schon wieder falsch ausgesprochen. Und unsere Kontrolle wird dadurch eiserner, wir kriegen plus 50 Kontrollpunkte. Aber eine Runde würde ich noch mustern. Die Charaktere machen plus 15% auf Musterung. Du bist ein Wissenssupporter. Dann bekommst du die Ausrüstung. Haben wir noch irgendwelche Kleidung? Ne, haben wir nicht. Von den Items her gesehen ist der jetzt nicht so gut. Da war der erste Prinz definitiv besser. Handelsregion verloren. Der Handel ist nicht mehr möglich mit dieser Fraktion. Hat sich also voll gelohnt. Dann halt mit dir. Wir gelangen zu einem Einverständnis. Negative Fraktion, Fraktionsunterstützung. Damit zu tun, dass wir diese Eroberung da gemacht haben, oder? Negative Faktor, mächtige Person, Gebäude. Plus minus 2. In 5 Runden wäre erst das Haupthaus fertig. So, die Straße zur Hauptstadt. Die Einnahme der kaiserlichen Hauptstadt, die muss zwischendurch mal erfolgen, also irgendwann. Wenn wir übrigens versuchen, das zu früh zu machen, dann würde der Kaiser fliehen. Also er würde sich bei uns nicht sicher fühlen. Deshalb müssen wir es in unseren eigenen Rang hochziehen. Also nicht nur Prinz sein, sondern großer Prinz. Und dann haben wir halt eine Chance. Moment, das Arabalup. Erhöht eure Prestige, indem ihr Siedlungen einnimmt und vergrößert oder indem ihr Spezialgebäude errichtet. Nein, das ist nur die Info. Auf jeden Fall ist da nicht mehr dieser Mali da, dass, ja, wenn wir die kaiserliche Hauptstadt einnehmen, wird der Kaiser nicht zu einer anderen Fraktion fliehen. Also wir können den Kaiser dann in unseren Besitz nehmen. Oder retten. Je nachdem, wie man es sieht. So, eine Runde noch bis zur vollständigen Auffüllung. Für die Djinn. Da muss ich mal schauen, wir bräuchten... Also der Fischereihafen würde sogar mehr Sinn machen, den zuerst zu erobern. Mit wem bist du verbündet? Ne, du hast nur ein Handelsabkommen mit Sima Rui. Was gibt es heute? Und ja, ich hätte gern nicht Angriffspakt mit dir im Süden. Ich weiß, jetzt zur Zeit ist es immer noch so wundervoll... wie soll man sagen? Stabil aus. Aber man weiß ja immer, letztendlich geht ja alles den Bach runter. Erhebt die Bauern. Geht schon mal an die Grenze. Bereitet das Lager vor. Sollte schon mal Nahrung handeln. Mal sehen, was der hier hat. Der ist sehr schwache Nahrung. Du bist reiche Nahrung.
Okay, du bist nicht so reich an Nahrung. Mögen unsere Gespräche Früchte tragen. Kommt herein. Sprecht. Ach, warum? Okay, es ist Winter. Vielleicht liegt es daran mit. Was ist euer Begehr? 46 Nahrung produziert ihr. Ich würde euch gerne irgendwas anbieten, damit ich die Nahrung bekomme. Ja, ihr wollt natürlich irgendein Gebiet haben, so machen wir das nicht. Weil ich werde, wenn nächste Runde die beiden Städte die nächste Stufe erreichen, werde ich die Nahrung brauchen erstmal. Machen wir es einfach so. Ein vernünftiges Angebot. Die können theoretisch 14 Handelsabkommen haben. So, Frühling. Guter Zeitpunkt, um Krieg anzufangen. Das Volk ist am Verhungern. Das zumindest behauptet die Kaiserin, die euch um eine maßvolle, wenn auch nicht unbedeutende Menge an Nahrung bittet, um das Leid der Bürger zu lindern. Minus 2 Nahrungsproduktion, Ereignis, für 3 Runden fraktionsweit. Dafür sind wir aber in der Gunst und bekommen immer noch 5% mehr Einkommen aus allen Quellen. Ich werde mal gut zur Kaiserin sein. Sie soll noch nicht denken, dass ich sie vom Thron runterholen will. Wo sie gar nicht drauf sitzt. Zermalmt sie! Zeit für Krieg! Ganz noch als Nachtkampf und dann gehen wir da rein. Lässt sich nicht leugnen. Unrecht aber auch nicht. Nur durch Wachstum wird das Wort verbreitet. So, Kampagnenreichweite, minus 50% Verschleiß, aber nur wieder kommandiert. Erschöpfungswiderstand bei eigenem Gefolge. Nee, dann lass uns die Ausdauer machen. Lasst euch beugen, nicht brechen. So, da kommt unsere Nahrung. Schutt raus und wir kriegen den kleinen Bonus mit. Ach, wir nehmen einfach den da rein. Auch wenn der keine, also kaum Boni bringt. So, aber so viel zur ersten Folge von Total War 3 Kingdoms, die 8 Prinzen. Ein guter Auftakt erstmal, ganz entspannt, sein Reich ein bisschen ausgebaut und dann gehen wir nächstes Mal weiter gegen Sui Jingming vor. Danke fürs Zuschauen, gebt noch einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Bis dahin, tschöle, euer Imperator.